Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Little Hope. Nachdem wir zuletzt einem kleinen Mädchen ein wenig geholfen haben in den bösen Fängen eines Priesters, also welches in die bösen Fänge eines Priesters geraten ist, sehen wir uns jetzt hier weiter um und suchen immer noch einen Weg in die Stadt. Sofern ich die Handlung noch richtig mitbekomme. Und wir haben eine Postkarte. Ich mag Postkarten. Oh nein, die Brille wird kaputt gehen. Scheiße. Vorahnung ansehen, wie ein Stein. Okay. Können wir das nochmal sehen? Ich glaube, Angela wird sterben. Aber ist das nicht genau dieselbe Szene wie die hier? Ich könnte mir vorstellen, dass das dieselbe Situation ist. Gab es da nicht auch so eine in dem Trailer, den es gab? Da war doch diese Szene auch. Die ist doch irgendwie in so einer Grube oder sowas. Schön, drin, dass du oder? Da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Hä, was? Oh, schon wieder der Dialog. Sie sagt zu ihm, schön, dass du da bist. Und er sagt, wir kommen beide hier. Also es macht zwar von der Situation aus seiner Sicht hier Sinn, aber sie sagt doch gerade gar nichts, was damit zu tun hat. Sie sagt, schön, dass du da bist. Also er hätte ja jetzt sagen können, ja, ich freue mich auch. Schön, dass wir zusammen sind. Und dann, wir kommen hier raus. Aber gut, das war jetzt zu hohes Mädchen. Entschuldigung. So, können wir jetzt ein Salto vorwärts darunter machen? Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Oh Gott, bitte nicht. Oh, kann ich so fallen lassen? Die stöhnen ja schlimmer, als ob sie sonst was machen. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Finde einen anderen Weg aus diesem Hof. Nicht mal ein echter Weg. Okay. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Stopp die Ravendenfabrik schließen. Schließung. Wie spricht man das aus? Ravenden? Oder Ravenden? Oder Ravenden? Fabrikschließung? Vor allem, wenn die Demo nichts bringt, kennt ihr das auch? Wenn ihr zu einer Demo geht, dann schmeißt ihr danach auch die Schilder auf den Boden, da wo ihr demonstriert habt und denkt euch, ja, brrr. Okay, hier machen wir was, was die Szenerie verändert. Hier machen wir auch was, was die Szenerie verändert. Beziehungsweise, wo wir weiterkommen. Ich will mich aber noch ein bisschen umsehen. Hier drüben, schau mal. Hoffnung für Little Hope. Die Carvers wollen die Fabrik schließen und das Grundstück würde zur Folge haben, dass und die Gemeinschaft zugrunde richten. Die Gewerkschaft hat ein Angebot gemacht, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Bitte unterzeichnen Sie unsere Petition, um die Familie Carver zu überzeugen, das Angebot der Gewerkschaft anzunehmen und ihre Entscheidung zu überdenken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei den Mitarbeitern des Postamts oder im Rathaus. Einwohner für Little Hope und TLUA, Lokal 618. Okay. Okay. Gucken wir mal hier noch im Gebüsch. Ja, und umgestürzte Einkaufswagen liegen hier auch. Super. Also nur einer. Okay. Lass uns woanders lang. Wieso wollt ihr denn jetzt da rein? Ach so, weil das ein Laden ist. Aber da sind doch auch so zwei so eine Metallstifte. Boah, ich habe mich gerade vor ihr fast erschrocken. Aber da oben könnte man abrutschen und runterfallen, oder? Probier's mal hier mit.
Was machst du da? Vielleicht können wir das schieben. Hilf mir mal schieben. Unter das Fenster. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Ich will jetzt erstmal nicht in die Höhe, weil... Wenn's denn sein muss. Nicht, dass da so ein Boden durchbricht. Und dann ist das irgendwie blöd. Und schon wieder machen sie Geräusche, als würden sie andere Sachen machen. Okay, cool. Na dann, kletter die Kletter. Heidi ho. Nimm mein Handy. Wenn ich sterbe, ich gehört es dir. Zu öffnen. Aber guck nicht in meine Nachrichten. Ach so, das ist ein Fenster. Ich dachte, da wäre generell ein Durchgang. Echt jetzt? Du willst da rein? Vorsichtig, ich gehe zuerst rein, fragend, fällt dir was Besseres ein? Hä, die haben doch jetzt die Tonne weggeschoben und jetzt fragt sie erst? Hä, ist die weißt doof? Du was Besseres? Aber was sag ja. ich? Ja, geh nicht in das alte, dunkle, gruselige Haus nach dem, was passiert ist. Beruhigend, ich beeile mich. Höhnisch, sei kein Baby. Ich beeile mich. Ich beeile mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komm ich. Okay. Mach ich. Kann ich jetzt einen Probealarm? Oh, guck mal, wie das bei denen immer auf und ab geht. Taylor war wütend auf Angela. Daniel stimmte ihr nicht zu. Okay. Daniel herrschte Taylor an. Von ihr würden keine guten Vorschläge kommen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Arrogant können wir... Oh. Ja. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ja, weißt ist dunkel da. Oh Gott, diese Bitte Fragen. Beeil dich. Junge! Vor allem, ist die Tür denn jetzt von innen... Ja, ich würde da nicht reingehen an seiner Stelle, ehrlich gesagt. Bin drin! Kommt er denn da auch wieder raus? Alles gut? Ja, antwortet er doch? Schon. Gut. Jetzt mach schon! Oh. Taylor, die Tür geht nicht auf. Ja, und neben dir steht jemand, oder? Nee, ich dachte gerade. Gesperrt. Finde einen Weg durch den Laden. Das war so klar, dass das nicht geht, ne? Oh. Wir werden wenigstens nicht verhungern. Vor allem, selbst wenn hier alles verlassen ist und so, wieso sind denn in so einen Dingern immer die Regale umgeschmissen? Wer kommt denn da und schmeißt... Oh, fuck. Wer kommt denn da und schmeißt Regale um? Aber jetzt weiß ich's, wir sind's. Ich sehe dieses... Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ich habe nur dieses X gesehen. Besser. Und dachte dann, oh, ich muss drücken. Ich sollte ein bisschen entspannter bleiben. Und ich tippe mal, hier sind Ratten. Neugierig, wie kommst du hierher? Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum. Durch den Zaun. Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Wie ist es da drin? Neckisch, hier sind Ratten, beunruhigt. Der Ort ist Horror pur. Neckisch. Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Die sehen satt aus. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Okay. Wenn ich nicht wieder irgendwelche Quicktimes verpenne. Hier läuft doch bestimmt gleich was durchs Bild vorne, oder? Potatoes. Moment. Bin gleich da. Ganz ruhig. Das ist nicht sie. Ich komme ja. 100 pro. Ist das nicht sie? Jetzt kommt der Jumpscare. Ja. Ganz kurz, es tut mir sehr leid, aber das ist so vorhersehbar. Das haben die schon in Man of Medan gemacht. Da fällt man die ersten drei Male noch drauf rein und dann geht's. Also, ne? Angela? Was zum... Die Tür ist versperrt. Was ängstigt dich?
Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigung. Ach, dass sie eine Hexe ist. Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Die Kleine. Ich kann es nicht sagen. Wir gehen weg. Wisst ihr von den Gerüchten? Bitte, über mein Herr, öffne die Türe nicht. Lass sie mir nichts antun. Ich bitte dich, Gemahl. Eure Gemahlin ist verhaftet, Joseph. Hier ist das Dekret. Hey. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Das war Spanisch. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshals zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Yeah. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Mach's gut! Wo zur Hölle warst du? Sieht ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Nachdenklich, sie konnten mich sehen und hören. Zögerlich. Wir nehmen mal zögerlich. Das glaubst du mir nie. Da waren zwei, die aussahen wie der Professor. Und Angela. Ich dachte, Angela bildet sich das Doppelgängerzeug bloß ein, aber wohl nicht. Tja. Ich habe das Angela jetzt schon genommen, weil die andere Aussage behindert war. Angeblich also war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Tja, schade. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Was ist denn das für ein Vieh? Also, ich bin irgendwie verwirrt. Das Spiel verwirrt mich. Ach, wir sind wieder bei den anderen drei Idioten. Und wir haben uns noch nicht die Schlagadern an den Oberschenkeln aufgeschnitten, als wir ins Fenster mit den restlichen Scheiben drin reingekrochen sind. Verzweifeln ziemlich verfallen, optimistisch sehen wir uns um. Ziemlich verfallen. Ich habe keinen Bock auf Optimismus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier was Nützliches finden. Haha. Alles verfallen. Ihr Studenten seid alle gleich. Negativ bis zum Geld. Richtig, das ist unsere Aufgabe. Es ist doch ganz einfach. Wir brauchen nur ein funktionierendes Telefon, sonst. Hey, sag mal, denkst du, hier gibt's Strom? Bist du bescheuert? Oh Gott. Was stöhnt die da rum? Hat die sich den Arsch aufgeschnitten? Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Ach, das ist eine heftige Bezeichnung. Die Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Ach so, stimmt, das ist ja ein Polizeigebäude. Das stand vorhin ja auch draußen dran. Also in der letzten Folge. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Auch das war nicht unbedingt unvorhersehbar. Können wir nochmal in die Küche gehen? Wir können doch nochmal, wenn wir nochmal eine Streichholzschachtel finden, dann können wir doch nochmal ein bisschen zündeln. Zündeln. Alles abfackeln. Gott, das ist ja riesig hier, verdammte Scheiße. Oh.
Alter Hexenkerker, gebaut 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Okay. Ja, wahrscheinlich kann ich durch die Tür das Gebäude wieder verlassen. Ja, okay. Ich finde es gut, dass das so gekennzeichnet wird mit diesen Pfeilen. Also wenn ich... mittlerweile weiß ich es ja, sonst wäre mir das ja in der Bar nicht passiert. Etwas muss doch hier sein. Ich finde schade, dass hier nicht noch irgendwo eine Leiche rumsitzt. Oh, hier ist ein Telefon. Na, untersuchen wir es mal. Na also. Ein Telefon. Ja, dann hör doch erstmal, ob es geht, bevor du dich freust. An welcher Stromleitung soll das denn bitte angeschlossen sein? Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Ja, was hast du denn erwartet? Das heißt doch nicht umsonst Geisterstadt, weil da noch Strom fließt und die Telefonleitung funktioniert. Oh. Mist! Okay, wow. Cool. Hey, entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Ja, stimmt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Ja, Dann müssen wir jetzt das Kabel suchen vom Telefon. Weil das muss ja hier sein, das Kabel. Also irgendwo muss es ja sein, ne Leute? Oder? Das Kabel muss... Entschuldigung. Ach, zufällig. Guck mal hier, ein Karton, wo ein Kabel drin ist. Was zum Teufel ist das? TC. Okay. Wenn da jetzt so eine Ratte unten durchgekrochen wäre, das wäre auch noch mal so typisch dann gewesen. Aber okay. Ich will nicht so viel schimpfen. Oder mich lustig machen. Wir spielen das ja hier. Zum Spaß. So. Dann gehen wir mal weiter. So, nehmen wir mal diesen random Spind und machen den auf. Und da liegt Reynolds. Little Hope Polizeidienststelle, Reynolds. Ist das ein Untersetzer? Ja, ne? Ja, lassen wir es am besten im Spind. Aber den Spind lassen wir offen. Ach ja, warte mal. Öffnen. Okay. So, können wir hier Probe liegen? Das fände ich total toll. I've lost everything. Ich habe alles verloren. Kratzer an der Wand. Okay. Was war das? Hat hier ein Telefon gerade geklingelt? Okay. Was machen wir? Rangehen? Selbstbewusst, ich mach das. Ich schaff das. Geh mal ran. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Plötzlich tauchten vor mir ein Mann und eine Frau auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte sie nicht kommen hören. Sie waren krass, so ist da irgendwie so ein Zeitloch oder so, dass vor allen Dingen wir eigentlich diese Erscheinungen sind, die Leute in der Vergangenheit an dem Ort da quasi sehen und deshalb denen nachgesagt wird, dass die Hexen mit dem Teufel im Bunde sind? Das ist ja lustig. Ihr Gewand und die Art, wie sie sprachen, war mir nicht vertraut. Okay, alles wird gut. Weil die redet gar nicht mit ihm. Ich kann, aber ich brauche ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Vielleicht hätte ich auch einfach gar nichts sagen müssen. Los,
loslassen! Okay. Oh! Cool. Oh! Taylor und Daniel und die kleine Mary. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Was für ein Geheimnis ist denn sonst das? Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wer weiß, was der mit dem Kind macht? Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar Komm, sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Okay, cool. Geh zu den Deinen. Ist das jetzt dieses, wir brauchen zwei Zeugen, damit die jetzt angeklagt wird und dann wird ich sie brennen? Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Stimmt. Und abwarten. Stimmt, wenn wir jetzt laut sind, dann sieht sie ja wieder oder dann hört sie ja wieder Sachen. Bei allem Respekt, Reverend. Oder alle anderen. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Du bist keine Gespielin des Teufels, Reverend. John, halt die Klappe. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Hey, ist ihr Mann? Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Was war denn das jetzt? Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Ach, sind die drei die Kinder halt von den Beben? Raus. Kurs aktualisiert. Mary hatte anscheinend einen Anfall während Amys Verhandlung. Okay, hat die irgendwie... Ja gut, wir werden's erfahren. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Oh, scheiße. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Wir sagen nichts. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich bin völlig überfordert. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Das war die beste Schauspielleistung, die dieses Kind jemals Nein. hervorbrachte. Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Och Mensch. Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Oh, ist das ein Mist für die Kleine. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Wir müssen sie umbringen. Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Huh. Was denkst du, war mit ihr los? Hä, was war das denn jetzt? Verwirrtes Mädchen habe ich im Wald gesehen. Das war alles gruselig. Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Na was wohl? Och Gott, Mädel. Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken. Erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war
unschuldig befunden. Meinst du das also aus Angela? Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Aber das ist ja wirklich krass. Aufgebracht, sie ist nur ein Kind, bestimmt, ich stimme zu. Hast recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Ja. Diese Frau mein... Sekunde, ich muss kurz gucken. Andrew stimmte John zu, dass Mary Mitschuld an der beobachteten Verhandlung trug. Andrew dachte, dass das Mädchen, dem er und Angela begegnet war, nichts Böses im Schilde führte. Ah, okay. Wir haben hier quasi so zwei Kursrichtungen, die wir fahren können. Wahrscheinlich geht's um, das ist ja auch in diesem Vortrailer quasi gewesen, wo alle gestorben sind, dass der Bruder hier, der hieß er da auch Andrew? Ich weiß das gar nicht. Dass der halt auch die ganze Zeit die Kleine so ein bisschen so in Schutz genommen hatte. Also man konnte sich ja immer so entscheiden quasi. War völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Verwirrt, ihr Mann sah aus wie du, weil sie wie Angela aussah. Verwirrt. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann, er sah aus wie du, Professor. Das ist ihm doch selber auch aufgefallen. Och, wir sind verheiratet. Da war noch etwas Seltsames. Die beiden, die Kleine hatten... Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Vor allem, wieso brechen denn hier die Dialoge ab? Also er hätte gerade eigentlich noch gesagt, die beiden ähnelten Taylor und Daniel. Komm schon, gehen wir. Was zum... Hey Taylor, wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wenn die hört sich an, als ob sie genau daneben steht. Wir auch nicht. Ist abgeschlossen. Ja, dreht die doch einfach rein. Versuchen wir es mit Gewalt. Sehr gut. In 3, 2, 1. Herr, vor allen Dingen. Achso, die haben gezogen. Ich wollte gerade sagen, haben die anderen. Die haben jetzt beide gedrückt. Hi, Professor. Das wäre voll lustig. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Junge. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Wolltet ihr nicht gerade noch alle nach Hause kommen? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Vielleicht an der Execution-Site. Wie wär's denn damit? Schön, dass die beiden so stehen, als ob sie... Hä? Komm, wir stehen hier mal so rum. Jetzt halte ich dich auf. Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Optimistisch, wir kommen hier raus. Zögerlich, alles hängt zusammen. Zögerlich. Der Prozess, das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem. Falls schlecht, dann vermutlich sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Das Lustige ist, das wirkt hier schon wieder so wie Szenen so aneinander geschnitten und dann werden einfach so Informationen aneinandergereiht, was auch bei Man of Madden schon ganz oft war, dass man einfach, je nachdem, was der Spieler bereits entdeckt hatte und schon wusste, wurden halt einfach dann die Clips quasi zusammengefügt von den Figuren, die alle irgendwie so einen Satz sagen. Und das passt irgendwie aber so gefühlt gar nicht so richtig so zu einem, wie ein normales Gespräch laufen würde. Verstörend. Hauptstraße. Endlich haben wir mal die Hauptstraße erreicht. Wow. Und wir sind John. Okay. Aber ich würde sagen, es ist mal wieder an der Zeit, ihr Lieben, den Part hier zu beenden. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.